Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 78 für den Juni 2024. Schön, dass Sie da sind. Mitten im Sommersemester sind wir unterwegs. Ihre Vorlesungen haben längst angefangen und sind noch längst noch nicht zu Ende. Sie sind also wahrscheinlich voll drin in der Arbeit und trotzdem, glaube ich, ist es ein guter Moment, um innezuhalten und zu schauen, was ist eigentlich da draußen los mit aktueller Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung. Und da kann ich zumindest ein bisschen unterstützen mit Blick auf das Zivil- und Zivilprozessrecht. Für das Thema Gesetzgebung kam diesmal der Tipp aus Ihren Reihen, dafür danke ich ganz herzlich. Ein Rechtsakt, den ich auch schon seit einiger Zeit auf dem Zettel hatte, aber das war mir jetzt Anlass genug, den mal hier im Juni reinzubringen. Eine Richtlinie, die gerade verabschiedet wurde aus Europa mit der Nummer 1069 aus 2024, das sagt Ihnen noch nichts. Vielleicht sagt Ihnen das Label schon was, unter dem diese Richtlinie läuft, nämlich Anti-Slap oder Anti-Slap. Im Volltext wie immer verlinkt in den Shownotes. Aber um zu wissen, was darunter zu verstehen ist, müssen Sie erstmal wissen, was ist dieses Slap, das diese Richtlinie irgendwie einhegen oder begrenzen soll. Slap ist ein Akronym, S-L-A-P-P, das steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation. Also strategische Prozessführung gegen irgendeine Art von Öffentlichkeitsbeteiligung, öffentliche Anteilnahme, öffentliche Bewegung, die sich vielleicht in irgendeinem aktuellen Rechtsthema ergeben kann. Was ist damit gemeint? Wie kann man die Öffentlichkeit irgendwie ein bisschen mit einem Prozess versuchen auszuhungern, vielleicht ein bisschen einzuschüchtern? Man spricht tatsächlich auch von einer Einschüchterungsklage. Nun, es geht um Fälle, die für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung sind, insbesondere für NGOs, zum Beispiel aus dem Umweltbereich, aus dem Klimabereich oder aus dem Menschenrechtsbereich. Und wenn so eine NGO tätig wird, dann tut sie das regelmäßig mit einem eigenen Gerichtsverfahren, das so eine NGO anstrengt, das vielleicht auch mal Journalisten oder sonstige Aktivisten anstrengen. Und dieses Verfahren, das vor vielleicht sogar internationalen Gerichten, manchmal auch nationalen Gerichten angestrengt wird, das richtet sich regelmäßig gegen große Unternehmen, die weltweit tätig sind, die zum Beispiel irgendwie mit Blick auf Umwelt und Klima oder mit Blick auf Menschenrechte irgendwas gemacht haben, was rechtlich angreifbar ist. Nun haben große Unternehmen natürlich regelmäßig sehr, sehr viel Geld und das nutzen sie natürlich auch, um sich irgendwie gegen diese Menschenrechts- oder Umweltrechtsklage zu wehren. Und eine Möglichkeit, die es da in den letzten Jahren immer häufiger gegeben hat, ist, dass diese großen Unternehmen sagen, wir gehen jetzt mal in einen Gegenprozess, nicht im engen Sinne einer Wiederklage, sondern wir beginnen einfach unsererseits einen Prozess gegen diese Aktivisten oder Journalisten oder diese NGOs, indem wir ihnen sagen, das, was ihr jetzt hier in der Öffentlichkeit an Informationen über uns verbreitet, mit Blick auf vielleicht die Schädigung der Umwelt, mit Blick auf Menschenrechtsverletzungen, das ist in mancherlei Hinsicht unwahr oder angreifbar und deswegen verletzt es uns, das Unternehmen oder die Unternehmenslenker in unseren Persönlichkeitsrechten. Das erinnert Sie sofort an das APR, wie es das in Deutschland gibt. Das gibt es ähnlich natürlich auch in anderen Ländern. Und es gibt es nicht nur für Individualpersonen, sondern auch für Unternehmen. Also man spricht vom Unternehmenspersönlichkeitsrecht, jetzt nach den Maßstäben des deutschen Rechts. Sie kennen auch das ähnliche Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Und das sind so die Rechte, auf die sich dann eine solche, ich nenne sie jetzt mal untechnisch Gegenklage, gegen diese öffentlich tätigen Aktivisten berufen. Ob diese Gegenklage, ob diese Slap-Klage, dieses Strategic Lawsuit am Ende Erfolg hat, das ist für das große Unternehmen regelmäßig sekundär. Es geht vor allen Dingen damit erstmal Ressourcen zu binden bei den Journalisten, Aktivisten, NGOs, die sich bisher darauf konzentrieren könnten, das eigentlich das Hauptsacheverfahren zu betreiben, dafür Informationen zu sammeln und da strategisch gut aufgestellt zu sein. Jetzt sind sie auf einmal in ein Verfahren verwickelt, das gegen sie gerichtet ist. Und das wird jedenfalls weithin im öffentlichen Raum dann als sehr missbräuchlich empfunden, das Ursprungsverfahren durch so ein Verfahren, das angeblich dazu da ist, Unternehmenspersönlichkeitsrechte zu schützen, irgendwie zu torpedieren. Das hängt vor allen Dingen auch dann damit zusammen, dass man durch so ein Gegenverfahren natürlich auch Kosten oder vor allen Dingen Kostenrisiken aufwirft. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine NGO, die sich gerade überlegt hat, wie sie jetzt das Verfahren gegen das große Unternehmen finanziert. Und auf einmal taucht vor Ihnen die neue Frage auf, wie Sie denn das Verfahren, neue gegen Sie gerichtete Verfahren finanzieren, das auch mit erheblichen Risiken verbunden ist, selbst wenn Sie sich sicher sind, dass Sie eigentlich nur wahre Informationen in die Welt rausgesetzt haben. Mit genau diesen Kostenrisiken spielen die Slap-Klagen. Und
Mit der Einschüchterung, die damit einhergeht, besteht dann häufig auch die Gefahr, dass das Ausgangsverfahren behindert wird oder sogar im Ausgangsverfahren die Klage zurückgenommen wird, weil die NGO sagt, das können wir alles finanziell nicht mehr stemmen. Wir ziehen uns ganz aus der Sache zurück. Damit wäre natürlich das Interesse des großen Unternehmens bedient, die sagen, wir wollen gar nicht dieses strategisch geführte Gegenverfahren gewinnen. Wir wollen Hauptsache in dem eigentlich geführten Ausgangsprozess eine Klageabweisung erreichen. Und wenn die Klage natürlich zurückgenommen wird, dann muss sie gar nicht erst abgewiesen werden. Das ist das Kalkül des großen Unternehmens. In diesem Slap-Bereich tummeln sich bereits seit einigen Jahren, denn auch bestimmte Initiativen, die sich nur mit dieser Art von, ich sage mal, missbräuchlichen Gegenklagen beschäftigen. Und das hat jetzt mit entsprechender Lobbyarbeit auf der europäischen Ebene dazu geführt, dass diese Richtlinie tatsächlich ergangen ist, die den Mitgliedstaaten darum, nicht nur darum bittet, sondern ihnen auch vorschreibt, binnen 2 Jahren Mechanismen in ihr Zivilprozessrecht einzupflegen für internationale Fälle, die dafür sorgen, dass diese strategischen Slap-Klagen ein Stück weit eingehegt werden. Man kann die natürlich nicht völlig unterbinden, aber sie sollen ein bisschen weniger attraktiv gemacht werden. Was sind vielleicht die rechtlichen Herausforderungen, die wir beobachten werden in den nächsten Monaten, wenn der deutsche Gesetzgeber sich daran macht, da mal ein Umsetzungsgesetz für diese Anti-Slap-Richtlinie zu entwerfen? Nun, viel spricht dafür, weil es sich nach dem Anwendungsbereich der Richtlinie tatsächlich um eine rein für Zivilprozesse gedachte Richtlinie handelt, dass man deswegen irgendwo in die ZPO reingeht. Die ZPO ist natürlich eigentlich auch ein Gesetz, das auch für internationale Sachverhalte gedacht ist. Und die Richtlinie, wie es halt mit prozessrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union ist, die kann sich nur auf grenzüberschreitende Sachverhalte beziehen. Da ist die Frage, erweitert man das dann über den Anwendungsbereich der Richtlinie und erstreckt es gänzlich auch auf Binnensachverhalte? Das ist so eine Frage, aber sagen wir, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das in die ZPO reinkommt oder in ein Gesetz, vielleicht ein neues Gesetz, das da irgendwo mit der ZPO dann harmonieren muss. Wie das umgesetzt werden muss, da liegt noch kein Gesetzesvorschlag auf dem Tisch. Ich muss fast schon ganz offen sagen, ich wäre nicht so gerne in der Rolle desjenigen Referenten im Bundesjustizministerium, der da den Aufschlag machen muss. Warum? Weil die Vorgaben, die jetzt aus Europa kommen, da irgendwie auch so ein bisschen zahnlos sind. Also, was die Richtlinie jetzt den mitgliedstaatlichen Gesetzgebern vorschreibt, ist, dass es eine Möglichkeit geben soll, möglichst früh sich mit diesen strategischen Gegenklagen zu beschäftigen und sie möglichst schnell vielleicht sogar auch abzuweisen. Aber was heißt das, möglichst früh? Ja, heißt das so eine Art einstweiliger Rechtsschutz? Soll das innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen erledigt sein? Oder genügt nach den Maßstäben der europäischen Richtlinie auch, wenn es mal innerhalb von 1 oder vielleicht sogar 2 Jahren diese strategische Gegenklage irgendwie vom Tisch ist? Das ist dieses Wort früh schon, das auch in der Richtlinie Verwendung findet, ist sehr, sehr relativ, sehr, sehr weich und das bedeutet natürlich Rechtsunsicherheit. Man weiß auch nicht so ganz genau, was sich der europäische Gesetzgeber vorgestellt hat. Aus den Erwägungsgründen geht das nicht glasklar hervor und irgendwie wird man dann wahrscheinlich diese butterweiche Formulierung auch in das deutsche Recht übernehmen müssen und ist dann die Frage, wie viel Zähne die tatsächlich auch hat. Ähnlich ist eine Herausforderung mit Blick auf die Frage, was ist überhaupt eine Klage, die nun als missbräuchlich, rein strategisch angesehen werden kann. Eigentlich beurteilt sich das ja abhängig davon, ob diese Klage auf der Begründetheitsseite irgendwie Erfolg haben kann. Das heißt, die Frage, ob ein Persönlichkeitsrecht tatsächlich angegriffen wurde oder unzulässig beeinträchtigt wurde, ein entsprechendes Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Das ist so die Frage. Man darf ja vor deutschen Gerichten, auch vor Gerichten anderer Staaten, sehr, sehr viel behaupten. Und es ist völlig berechtigt, es ist völlig legitim, grundsätzlich auch, sagen wir mal, anspruchsvolle und sehr, sehr wackelige rechtliche Ausführungen zu machen, weil man ja da selbst das Klagerisiko trägt. Eine Klage nun relativ früh schon als missbräuchlich zu brandmarken, das ist etwas, da müssen sich erstmal Kriterien entwickeln, nach denen dann die Gerichte sagen können, das soll eine missbräuchliche Klage sein, die wollen wir jetzt möglichst schnell loswerden. Das ist also sehr, sehr eng mit der Begründetheit der Klage verzahnt und man sieht es an anderen Stellen, wo wir auch schon im deutschen Prozessrecht oder im materiellen Recht mit dem Begriff des Rechtsmissbrauchs hantieren. Das ist etwas, was sehr, sehr schwer zu fassen ist und was deswegen auch wieder mit sehr viel Rechtsunsicherheit verbunden ist. Es ist sehr nachvollziehbar, was der europäische Gesetzgeber möchte. Ja, solche strategischen Gegenklagen sind sehr, sehr unangenehm, gar keine Frage. Aber wie sich das in deutsche Recht auch nur einigermaßen vorhersehbar umsehen lässt, steht auf einem anderen Blatt und dieses Blatt, das ist für mich noch nicht so ganz sichtbar geworden.
Und letzter Punkt, über den man jetzt wird sprechen müssen, ist, dass der europäische Gesetzgeber, wie das gerne tut, die mitgliedstaatlichen Gesetzgeber dazu anhält, für den Fall solcher rein strategischen und vielleicht ein Stück weit auch missbräuchlichen Gegenklagen dann auch abschreckende Bußgelder bis hin zu Strafen für die Unternehmen vorzusehen. Wir kennen jetzt in Deutschland so kein Unternehmensstrafrecht, aber man könnte jetzt über nachteilige Kostenfolgen nachdenken. Das englische Recht kennt das etwa seit langem. Das also unabhängig davon, wie Sie kennen eigentlich nur den 91 ZPO, der da sagt, die Kosten muss derjenige tragen, der vor Gericht verliert. Das englische Recht, Prozessrecht kennt das schon seit langem, dass dort womöglich auch mal die obsiegende Partei die Kosten zu tragen hat, weil abhängig von einer Einzelfallentscheidung des Gerichts in bestimmten Fällen man mal sagen kann, der hat sich prozessual so blöd verhalten, da muss er dann trotzdem die Kosten tragen, obwohl er gewonnen hat. Sowas Ähnliches könnte man sich jetzt in Umsetzung der europäischen Richtlinien vorstellen. Wäre für das deutsche Prozessrecht allerdings noch ein Stück weit neu. Und wenn es mal über die bloße Verteilung der Prozesskosten hinweg geht und dann tatsächlich ein darüber hinausgehendes Bußgeld oder ein Strafgeld sein soll, dass das Unternehmen zahlen muss, naja, dann wünscht sich der europäische Gesetzgeber, dass das wirksam, effektiv und abschreckend sein soll. Das kennen Sie aus anderen Ecken, unter anderem des europäischen Verbraucherrechts, wo wir eigentlich im deutschen Schadensersatzrecht nur den Kompensationsgedanken haben und keine punitive damages, wie es das US-amerikanische Recht etwa kennt. Was das jetzt dann bedeutet, wo wir da irgendwie navigieren sollen, mit Blick auf bloße Kostenverteilung zu Lasten des vielleicht in der Sache sogar erfolgreichen unternehmerischen Klägers bis hin zu irgendwelchen Bußgeldern, die weit über die Prozesskosten hinausgehen, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Man möchte die hergebrachten Grundsätze des deutschen auch Kostenrechts nicht verletzen. Man möchte sicherlich auch dem unternehmerischen Gegenkläger die Möglichkeit offen halten, dass er vielleicht mit seiner auf Verletzung der Persönlichkeitsrechte geschützten Klage sogar auch mal Erfolg haben kann. Zugleich sieht man, dass eben aus Europa diese Vorgabe kommt, dass man abschreckende auch Kostensanktionen irgendwie in das Recht einpflegen muss. Also, was ich Ihnen an der Stelle deswegen nur berichten kann, ist die große Herausforderung, die das jetzt für das Bundesjustizministerium darstellt. Sie können ja mal überlegen, wie Sie es lösen würden, wenn Sie vielleicht gerade ein Seminararbeitsthema zu wählen haben. Das wäre eine Möglichkeit, wo man mal was Interessantes drüber schreiben könnte. Vielleicht sogar, wenn Sie relativ zügig unterwegs sind, noch, wo man mit einer Doktorarbeit drüber nachdenken könnte. Ich weiß nicht, manchmal werden ja so zweijährige Umsetzungsfristen einer Richtlinie auch mal gerissen, sodass es doch ein bisschen länger dauert. Das sind sehr, sehr aktuelle Fragen. Ich werde Ihnen natürlich hier in der Fußnote berichten, wenn dann irgendwann mal ein Umsetzungsgesetz des deutschen Gesetzgebers sich langsam konturiert. Aber die europäische Vorgabe steht, das wird ein spannendes Thema für die nächsten Jahre bleiben. So viel also zum Thema Gesetzgebung. Wir gehen einen Schritt weiter und ich berichte Ihnen, was ich im letzten Monat so gelesen habe und was ich an Ihrer Stelle vielleicht auch einmal in den Blick nehmen würde. Zunächst erneut ein Beitrag, der sich mit europäischer Gesetzgebung befasst, die jetzt gerade so in den Kinderschuhen steckt, noch in der Mache ist, die noch gar nicht so weit ist wie die Anti-Slap-Richtlinie, sondern die sich jetzt erst langsam konkretisiert. Ich habe Ihnen, glaube ich, auch davon schon mal berichtet, dass die Europäische Union eine Right-to-Repair-Richtlinie vorsieht. Das soll letztlich reingehen in das Kaufrecht, von dem Sie ja wissen, das ist inzwischen sehr weit europarechtlich geprägt. Verbrauchsgüterkaufrecht, das steht zwar im BGB drin, aber ist durch mehrere europäische Richtlinien seit vielen Jahren vorgegeben und inzwischen auch nochmal europäisch überarbeitet worden. Und das möchte man nun auch ein Stück weit ökologisch fit machen und möchte sagen, wir wünschen uns eigentlich, wenn Unternehmer gerade in Richtung von Verbrauchern, vielleicht auch in Richtung von Nichtverbrauchern Dinge verkaufen, wünschen wir uns nicht, dass da eine frühe sogenannte Obsoleszenz eintritt. Das heißt, dass die Sachen irgendwann nach 2-3 Jahren geplant kaputt gehen, weil sie einfach nicht auf eine längere Haltbarkeit ausgelegt sind. Wenn man weiß, dann ist die Beweislastumkehr des 477 längst vorbei, dann sind vielleicht auch etwaige Ansprüche verjährt oder werden von dem Verbraucher nicht mehr geltend gemacht und dann kann die Sache getrost kaputt gehen. Sie kennen das etwa, falls Sie schon mal in der Situation waren, eine Waschmaschine zu kaufen, dann wissen Sie, es gibt die günstigen Waschmaschinen für ein paar hundert Euro. Die gehen, sagen die Testberichte, eigentlich nach wenigen Jahren kaputt. Und es gibt die guten, die kosten dann fast 1000 Euro. Denen sagt man allerdings auch nach, dass sie 20 Jahre Haltbarkeit haben. Also eigentlich ökologisch und auch auf die lange Frist gedacht wirtschaftlich der bessere Deal. Und wenn das so ist, dann ist es nur nachvollziehbar, dass die Europäische Union sagt, lass uns versuchen, da nachhaltigere Dinge in die Wirtschaft reinzubekommen. Und das möchte sie machen mit
Jedenfalls ist das ein Baustein einer solchen Richtlinie, die ein Right to Repair vorgibt. Das bedeutet, wenn die Dinge denn schon mal kaputt gehen unterwegs nach wenigen Jahren, dann soll es ein Recht geben, unter bestimmten Umständen eine Reparatur zu verlangen zu können und nicht direkt ein neues Produkt kaufen zu müssen. Ich hatte Ihnen in einem Stadium berichtet, wo sich das erstmals andeutete. Jetzt sind wir so weit, dass die Vorschläge der Europäischen Union konkreter werden. Und jetzt gibt es einen Aufsatz, den ich Ihnen dazu empfehlen möchte, wo das Ganze einmal ausbuchstabiert wird und auch in den Kontext gesetzt wird mit anderen Rechtsakten, die die Europäische Union plant. Der Aufsatz stammt aus der Feder der Lüneburgerin Johanna Krohn-Gestefeld. Ich glaube, ich habe Ihnen von ihr auch schon mal in der Vergangenheit was empfohlen. Aber das passiert manchmal, dass es Autorinnen gibt, von denen ich immer wieder gerne Dinge lese. Der Aufsatz trägt den entsprechenden Namen das Recht auf Reparaturvorschläge aus Brüssel und findet sich in der Zeitschrift für das europäische Privatrecht ZEUP 2024 379 bis 406. Bei mir ist sie im Back-Online-Abo drin, müssen wir mal schauen, vielleicht können Sie es sogar darüber abrufen. So unterm Strich sagt Krohn-Gestefeld, das ist ein guter Vorschlag, den die EU da macht mit dieser Richtlinie auf ein Recht auf Reparatur. Es gibt ein paar Sachen, die sie am Rande kritisiert, zum Beispiel, dass man aus Europa jetzt versuchen möchte, da so eine Online-Plattform zu machen, über die vielleicht solche Reparaturinformationen abrufbar sind, ob das so sinnvoll ist. Naja, da kann man wahrscheinlich tatsächlich ein Fragezeichen hintermachen. Oder ob es so sinnvoll ist, jetzt die Verbraucher mit Informationen zu fluten, die über irgendwelche standardisierten Formulare dann abrufbar sind. Auch da meine ich, sind wir eigentlich schon daran vorbei. Da stimme ich also der Autorin voll zu. Informationsflutung ist irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Das sollte man heute schlanker können. Die EU macht's leider immer noch trotzdem. Da kann sich allerdings auch im Gesetzgebungsverfahren noch was ändern. Und wenn Sie sich da mal auf den laufenden Stand bringen wollen, dann ist das sicherlich eine gute Idee, diesen gut lesbaren Beitrag sich zu Gemüte zu führen. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist weniger einer, der sich mit dem künftigen Recht befasst, sondern mit neuen Entwicklungen, die aber unter dem geltenden Recht betrachtet werden und damit auch schon eher was man bei Ihnen mal in eine moderne Klausur reinbauen könnte. Aus der Feder des Saarbrückers Christian Gumille, schöne Grüße an diejenigen, die in Saarbrücken studieren, erschien in der Juristenzeitung JZ 2024 auf den Seiten 386 bis 394 und es geht um Informationshaftung von Influencern. Das kennen Sie natürlich vom Sachverhalt her alle. Wenn Sie auf TikTok oder auf Instagram etwa unterwegs sind, dann sehen Sie irgendwie eine Story, wo eine Influencerin ein Produkt bewirbt und positive Eigenschaften dieses Produkts teilt. Und das führt natürlich in vielen Fällen dazu, Kausalität lässt sich vielleicht nicht in jedem Einzelfall beweisen, aber ist natürlich in der Summe dann häufig genug gegeben, dass Leute das kaufen, die diese Werbung von Influencern gesehen haben. Und wenn jetzt nun die Informationen, die die Influencerin gegeben hat, nicht so ganz stimmen, dann kann das sein, dass die Kunden Schäden erleiden. Es kann zunächst sein, dass sie ein mangelhaftes Produkt gekauft haben, dann ist es gewissermaßen ein Schaden in dem Produkt selbst. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie so eine Art Weiterfresserschaden ist, dass der Schaden jenseits des Produkts eingetreten ist. Im schlimmsten Fall irgendwie so eine Körperverletzung, das bei irgendwie sehr unsicheren vielleicht Geräten. Es kann aber auch sein, dass es ein sonstiger simpler Vermögensschaden ist. Und was dann natürlich regelmäßig so ist, dass sie den Verkäufer nicht mehr kriegen. Den Influencer, Sie wissen doch, das haben Sie bei dem irgendwie gesehen, dass der das Produkt angepriesen hat, aber der Verkäufer war irgendeine Shady Company, die von den Seychellen aus operiert und die kriegen Sie nicht. Und jetzt ist die Frage, wenn Sie die nicht kriegen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, an die Influencer ranzukommen, weil man sagt, naja, das, was ihr da behauptet habt in eurer Story über dieses Produkt, das stimmt halt nicht. Und das hättet ihr erkennen können, vielleicht habt ihr es sogar gewusst und habt einfach nur, um einen Job zu bekommen, das mal einfach so in die Kamera gesagt. Schadensersatzanspruch auf Ersatz von Vermögensschäden vielleicht sogar für die geschenkten Kunden? Fragezeichen. Kann man ja mal durchprüfen. Genau das macht Christian Gumille und ich finde es eigentlich, es liest sich wie eine Gebrauchsanleitung für eine Klausur. Und wenn die Klausurersteller dieser Welt auch jetzt lesen, wer weiß, vielleicht findet das mal einen Weg da rein. Was ist das Wichtigste, was Sie daraus mitnehmen können, wenn Sie es, Sie sollen es am besten lesen, aber ich sage es Ihnen auch hier schon mal so. Zunächst einmal die Überlegung, naja, einen Vertrag hat man doch wahrscheinlich nicht geschlossen mit den Influencern. Man kann kurz darüber nachdenken, indem ich diesen Influencern folge, ob ich da in ein Vertragsverhältnis reingehe. In der mündlichen Prüfung könnte man das durchaus mal ansprechen. Am Ende wird man das aber verneinen, unter anderem deswegen, weil die Influencer
keine Willenserklärung der Gestalt abgeben, dass sie da irgendwie in so einen Vertrag mit rein wollen, mit all den Leuten, die von sich aus einseitig auf Follow klicken. Das bedeutet, wir sind hier im vertraglichen Bereich, deswegen sind wir allenfalls im CEC-Bereich, darüber kann man über nachdenken. 311 Absatz 2, Vertragsanbahnung, naja, es bahnt sich aber doch kein Vertrag mit dem Influencer an, sondern mit einer dritten Person. Das ist also schwierig. Insofern sind wir hier allenfalls im Paragraph 311 Absatz 3. Das ist so ein nochmal vom Absatz 2 unterschiedener Sonderfall. Wenn Ihnen das nicht geläufig ist, schauen Sie durchaus gerne nochmal in das Gesetz rein. Das ist eigentlich Standardklaviatur des Schuldrechts, die Sie beherrschen sollten. Auch da sagt Gomilla, aber da sollte man nicht zu schnell ein grünes Häkchen hinter der Subsumption machen, sondern überzeugend ist eine Haftung nach 311 Absatz 3 des Influencers gegenüber den Followern, die sich da die Produkte andrehen lassen, eigentlich nur, wenn der Influencer tatsächlich auch im Lager des Unternehmens steht und wenn er, wie Gomille sagt, einen privilegierten Informationszugang hat. Das heißt, wenn er wirklich das Produkt in besonderer Weise durchschauen kann, vielleicht insbesondere diskutabel bei Geldanlagen, ja, also dieses ganze Finanzanlagenrecht ist etwas, wo da natürlich besonders schnell auch große Vermögensschäden entstehen können, wenn ich da investiere, weil ein Finfluencer, wie sie heißen, mir da irgendwie etwas mit blumigen Worten beworben hat. Das ist dann am ehesten ein Fall, wo wir mal über 311 Absatz 3 nachdenken können. Ansonsten bleibt eigentlich nur das Deliktsrecht. Da müssen Sie natürlich wissen, das ist absolute Standardwissen, 823 Absatz 1 ersetzt keine Vermögensschäden. Wenn es also nur um Vermögensschäden geht, also nicht um Mängel der Sache selbst, kommen Sie mit 823 Absatz 1 nicht weiter. Wenn ich es nicht überlesen habe, was er nicht anspricht, ist 823 Absatz 2 in Verbindung mit Schutzgesetzen. Darüber kann man immer noch mal nachdenken, das wissen Sie. Da kann mal durchaus das Vermögen geschützt sein. Ansonsten landen Sie noch bei 826 BGB. Der mit der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung schützt tatsächlich natürlich auch Vermögensschäden. Das ist denkbar, ist doch eine Frage des Einzelfalls. Dann brauchen wir mindestens ein leichtfertiges Teilen einer falschen Information durch die Influencer. Der Sachverhalt lässt sich aber sicherlich unproblematisch so stricken. Also haben Sie das auf dem Schirm. Wenn Sie es nochmal nachlesen wollen, lesen Sie einfach diesen JZ-Aufsatz nochmal durch. Ich glaube, es ist auch gerade zum Verständnis von 311 Absatz 2 und 3 und auch von 823, 826 ein guter Beitrag mit einem eben sehr aktuellen Fall im Hintergrund. Der ist noch nicht in 100 Klausuren gelaufen, wahrscheinlich noch nicht in zweien. Und was noch nicht gelaufen ist, das wird in absehbarer Zeit laufen. Deswegen sollten Sie da sich nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen. Das bringt mich zu meinem letzten und vielleicht auch ungewöhnlichsten Aufsatz, den ich Ihnen empfehlen möchte. Das ist der Aufsatz, deswegen ich in die Überschrift zu dieser Fußnote geschrieben habe, Handbuchdiebe. Der Aufsatz ist ein bisschen entlegen und schwer zu erreichen. In meinem Beck Online ist er nicht drin, obwohl die Zeitschrift vom Beck Verlag verlegt wird. Es ist eine ein bisschen eine Nischenzeitschrift, was für Freaks, aber trotzdem extrem lesenswert, nämlich die Zeitschrift Myops. 2024, Seiten 4 bis 14, das ist das Volume 51, wobei der Band 51 aus dem Jahr 2024, sondern die zählen das von Beginn dieser Zeitschrift durch. Autor ist niemand anders als Benjamin Lahusen, wenn ich richtig informiert bin, inzwischen Professor an der Viadrina in Frankfurt und an der Oder. Und er schreibt unter dem sehr blumigen Titel »Der Hirntod des Autors«. Worum geht's? Ein Etikett drauf, Plagiatsfälle, beziehungsweise hier einen konkreten Plagiatsfall. Man muss sagen, dass Benjamin Lahusen mit Blick auf Plagiatsfälle kein Unbekannter ist. Es ist jemand, den ich nicht persönlich kenne, aber den ich absolut bewundere für seinen Mut. Benjamin Lahusen hat schon vor vielen Jahren in Berlin einen ziemlich großen Plagiatsskandal offengelegt. Wenn ich das richtig sehe, war das sogar noch vor der Zeit von zu Gutenberg, da mag ich mich aber irren. Und es betraf einen Professor von der Humboldt-Universität, der schamlos abgeschrieben hat. Und ich glaube, man ist sich einig, dass nach Maßstäben, die man heute anlegen würde,
das damals ein noch viel größeres Skandal gewesen wäre und diese betroffene Person, ich meine sogar, es sei der Chef von Benjamin Lahusen gewesen, seine Professur aber mal schnell verloren hätte. Das ist damals nicht der Fall geworden. Lahusen hat sich damals trotzdem vorgetraut und hat das veröffentlicht und hat dokumentiert, wie da sich mit fremden Federn geschmückt wurde. Und jetzt ist einige Zeit ins Land gegangen, er hat sich mit anderen Dingen beschäftigt und jetzt nimmt er doch einfach mal ein sehr krasses Beispiel, das auch in sozialen Medien jetzt schon sehr viel diskutiert wurde, zum Anlass und hat da nochmal ein paar Hintergründe ausgeleuchtet. Worum geht's? Es geht um ein Handbuch zum Thema Fintech, also Financial Technology, Bankwesen mit Algorithmen aufgeladen. Ja? Etwas, was jetzt vielleicht von dem, was Sie tun, ein bisschen weiter entfernt ist, aber ich sage Ihnen gleich, warum ich auch glaube, dass das für Sie nicht unwichtig ist. Ein Fintech-Handbuch gab es allerdings schon, seit einigen Jahren auch in mehrfacher Auflage herausgegeben von den beiden Marburger Professoren Florian Möstlein und Sebastian Omlor. Und die rieben sich verwundert die Augen, als jetzt Anfang des Jahres ein weiteres Fintech-Handbuch erschien, herausgegeben von einem Frankfurter Anwalt. Und dann lasen sie in diesem Fintech auch Handbuch, diesem neuen Fintech-Handbuch, sahen die Autorenstimmen teilweise überein und es kam, wie es kommen musste. Dann hat man sich auch die Texte mal näher angeschaut und hat gesehen, dass in einem Teil dieses neu erschienenen Fintech-Handbuchs tatsächlich auch Copy and Paste gemacht wurde, teilweise aus einer Marburger Dissertation, die gerade gelaufen ist, teilweise aus diesem schon bestehenden anderen Fintech-Handbuch. Da wurde sich also großzügig bedient. Und zwar nicht von irgendwelchen Autoren, da gab es viele, die da guten Gewissens sicherlich auch gute Texte produziert haben für dieses neuere Fintech-Handbuch, sondern insbesondere auch aus der Feder einer BaFin-Mitarbeiterin und des neuen Fintech-Handbuch-Herausgebers selbst. Und das dokumentiert jetzt Lahusen in seinem Auftrag für die MIOPS. Er schreibt auch, dass das Ganze in der Aufarbeitung sehr, sehr unschön gelaufen ist, weil der Frankfurter Herausgeber versucht hat, das Ganze noch klein zu halten, seine Autoren in Ruhe zu wiegeln, zu sagen, naja, der Verlag hat das jetzt irgendwie nicht veröffentlichen können, auch wenn das uns eigentlich zugesichert war. Wir machen das jetzt in einem anderen Verlag, das ist nur eine kleine Sache. Zum Schutze des ursprünglich mit der Veröffentlichung betrauten Verlags wollen wir die Sache mal nicht an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Der ursprünglich die Veröffentlichung betreuende Verlag hatte allerdings nichts falsch gemacht, sondern hier ist also der Herausgeber im sich anbahnenden Skandal nochmal hingegangen und hat die Sache versucht, seinem Verlag in die Schuhe zu schieben. Also das erschien Lahusen und glaube ich auch mir und vielen anderen als ein ziemlich starkes Stück. Da kann man auch verstehen, dass das dann mit ziemlich scharfen Worten in diesem Beitrag von Lahusen auch dargestellt wird und auch schonungslos mit Namen offengelegt wird. Es gab vor einiger Zeit mal auch eine große Debatte darüber, wie man wissenschaftliche Werke rezensieren sollte, wie schonungslos das sein sollte. Da gab es ein paar, man möchte fast sagen, alte weiße Männer, die auch mal Dissertationen oder Habilitationsschriften, die ihnen irgendwie nicht würdig erschienen oder die vielleicht auch in mancher Hinsicht inhaltlich angreifbar waren, welches Buch wäre das nicht, tatsächlich mies durch den Kakao gezogen haben. Da hat man auch viel gesprochen über Stil in juristischen Rezensionen. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass kritisch geschrieben wird, auch kritisch analysiert wird, ob das, was veröffentlicht wurde, tatsächlich Hand und Fuß hat. Es ist trotzdem wichtig, dass man das höflich tut und nicht zu einem persönlichen Verriss werden wird. Gleichzeitig halte ich es für gut vertretbar, wenn in so einem Fall, wo tatsächlich, man muss fast sagen, so ist jedenfalls meine Interpretation, mit bösem Willen da Copy and Paste gemacht wurde, auf Kosten anderer, deren Gedanken man sich angemaßt hat, wenn da Ross und Reiter genannt werden und das tatsächlich auch in die Öffentlichkeit gelangt. Jetzt sage ich Ihnen das aber nicht, um meinerseits jetzt diesen Frankfurter Herausgeber des natürlich längst aus dem Verkauf genommenen zweiten Fintech-Handbuchs irgendwie durch den Schmutz zu ziehen, sondern ich sage es Ihnen auch deswegen, weil ich glaube, jede und jeder in der Rechtswissenschaft, und dazu gehören auch Sie als diejenigen, die wir versuchen, in der Rechtswissenschaft auszubilden, sollte sich mal selbst ein Bild davon machen, was denn so rechtswissenschaftliche Standards sind. Sie selbst werden irgendwann mal im Laufe Ihres Studiums mindestens eine Hausarbeit oder Seminararbeit schreiben und werden dann mit der Frage konfrontiert sein, ja, wie soll ich denn eigentlich Quellen verwerten? Wie soll ich denn eigentlich zitieren? Darf ich wörtlich zitieren? Wie groß dürfen die Kontexte sein, die ich da aus einem anderen Buch entnehme? Wie muss ich das mit Fußnoten garnieren? Darf das wörtlich sein? Muss ich in eigenen Gedankengang das Ganze wiedergeben? Darf ich eine Struktur übernehmen, dann aber eigenen Text schreiben?
Ich spoile etwas, schwierig, schwierig. Eigentlich soll es eigenes Gedankengut sein. Da sollten Sie sich schlau machen. Sie finden, wenn Sie das googeln, natürlich eine Menge von Hilfestellungen. Schauen Sie auch, wie es andere gemacht haben. Vielleicht nicht in dieses Fintech-Handbuch, das aber inzwischen auch dann nicht mehr erhältlich ist. Und vergewissern Sie sich eigentlich vor allen Dingen mal selbst, wie Sie das machen. Das mache ich natürlich auch. Jeder macht mal Fehler, gar keine Frage. Man kann sich eigentlich nur bemühen, wenn man jetzt auch mal Fehler bei anderen sieht, jetzt nicht den Balken, nein, den Splitter im Augen der anderen zu sehr hin und her zu rühren, sondern dann auch mal zu sich selbst zu gehen und zu überlegen, ob da vielleicht auch ein Splitter oder vielleicht sogar ein größerer Balken unterwegs ist. Allein das wollte ich jetzt mit diesem Hinweis auf den Beitrag von Lahusen bei Ihnen auch ein bisschen mal initiieren. Ich bin mir sicher, dass Sie das gut machen oder Sie das lauter machen und ich bemühe mich auch darum. Das kann man an diesen Fällen lernen. Man kann vielleicht auch dankbar sein. Wenn man selbst nicht in die Verlegenheit gekommen ist, es so zu machen, das sind ja wahrscheinlich manchmal auch Drucksituationen. Ich will das gar nicht rechtfertigen, wie ein solches Plagiatswerk zustande kommen kann, aber es sind natürlich auch, es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen schlecht gelaufen. Wie gesagt, nicht als Rechtfertigung dafür, wie es jetzt gelaufen ist, aber um jetzt niemanden unnötig durch den Kakao zu ziehen, einfach, es ist ein Fall, an dem man sich studieren lässt, an dem sich gut studieren lässt, wenn man es nicht machen sollte. Und daraus kann man für sich selbst die Anregung mitnehmen, es sich zu bemühen, es in der Zukunft jedenfalls besser zu machen. So viel zum Thema Literatur. Da habe ich jetzt sehr, sehr viele Worte dazu verloren. Manchmal mache ich es kürzer. Jetzt war mir das irgendwie ein Bedürfnis, Ihnen die entsprechenden Fälle oder die entsprechenden zugrunde liegenden Rechtsakte auch nochmal mit mehr Worten hier ein bisschen auszubuchstabieren. Lassen Sie sich vielleicht ein bisschen davon inspirieren. Schauen Sie den einen oder anderen Aufsatz auch mal nach, wenn er, selbst dann, wenn er ein bisschen entlegen ist. Ich bin ja auch in der Versuchung, häufig zuerst zu den Zeitschriften zu greifen, die digital verfügbar sind, aber tatsächlich auch die nur auf Papier verfügbaren Blümchen haben sehr viele interessante Dinge, die es dort zu lesen gibt. Das bringt mich jetzt zum guten Schluss der Fußnote zur Rechtsprechung für diesen Monat. Da sind es denn immerhin auch nur zwei Urteile, die ich Ihnen mitgebracht habe, und da kann ich mich dann auch relativ kurz fassen. Das erste ist ein Urteil, das der EuGH gefällt hat im Mai, Ende Mai, also ganz, ganz frisch, 30. Mai 2024, Aktenzeichen C-400 aus 22. Es ist ein Urteil zu einem Legal Tech Dienstleister, den Sie vielleicht kennen. Der hieß früher Weniger Miete, wahrscheinlich heute noch erreichbar über wenigermiete.de. Der Dienstleister da hinten heißt inzwischen aber Conny. Und Conny setzt ausgehend aus Berlin, aber wahrscheinlich auch in anderen Städten die Mietpreisbremse durch und hat da natürlich eine Gegnerschaft bei den Vermieterinnen und Vermietern, die sich gegen die entsprechenden Mietsenkungsklagen wehren. Und jetzt ist jemand aus diesem Vermieterbereich auf eine findige Idee gekommen und hat gesagt: Ja, Leute, schön und gut, dass ihr da diese Aufträge von Verbrauchern annehmt und diese Mietsenkungsklagen durchführt. Nur, wir haben eine Vorschrift gefunden, die ihr nicht berücksichtigt, nämlich Paragraph 312 J Absatz 4. Oder Absatz 3 und Absatz 4. Haben Sie diese Vorschrift schon mal gelesen? Das wäre eigentlich schon etwas, was zum Pflichtprogramm gehört. Es handelt sich um die sogenannte Buttonlösung. Die Buttons, die daraus erwachsen sind, die kennen Sie alle. Wenn Sie im Internet etwas einkaufen, steht irgendwo ganz am Ende ein meistens blauer Button, da steht drauf zahlungspflichtig bestellen. Dieser Button ist keine bloße Kulanz des E-Commerce, sondern ist etwas, was eben in 312 J Absatz 3 und 4 beziehungsweise in den europäischen Verbraucherrechte-Richtlinien vorgeschrieben ist, damit Verbraucher ganz genau wissen, wenn Sie den Button klicken, dann lösen Sie eine Zahlungspflicht aus, weil Sie dann einen Gegenstand bestellt haben, den müssen Sie bezahlen. Das ist also Pflicht. Und das gilt natürlich für Kaufverträge, es gilt aber auch für andere Arten von Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr, wie es der 312i formuliert und definiert. Und wenn ich nun einen Legitech-Dienstleister beauftrage, für mich eine Mietsenkung durchzusetzen, dann ist das auch etwas, was über ein E-Commerce-Portal passiert und damit ist es auch ein Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr. Nun hatte ursprünglich, das hat sich dann auch im Laufe des Verfahrens schon schnell geändert, dieser Berliner Rechtsdienstleister Conny seine Buttons nicht so beschriftet, dass damit sofort eine Zahlungspflicht ausgelöst wurde. Und dazu hatten sie für sich gesehen gute Gründe, weil sie gesagt haben: Naja, was wir von den Verbrauchern nehmen, ist ja anders als bei einem Kaufvertrag nicht unmittelbar, dass wir sagen, die Beauftragung kostet euch 100 Euro, sondern wir nehmen nur eine Provision. Das bedeutet,
Wenn ihr keinen Erfolg habt mit eurer Mietsenkung, nehmen wir gar nichts. Sondern nur in einem bestimmten Fall entsteht eine Zahlungspflicht für euch. Und selbst dann bekommt ihr unterm Strich noch etwas raus. Das heißt, es ist nie so, dass von eurer Tasche etwas in unsere Tasche wandert. Es ist allenfalls so, dass wir eine Mietsenkung für euch erreichen und von den Rückzahlungen, die dann fällig werden, bekommt ihr nicht den kompletten Satz, sondern ihr bekommt nur, ich weiß nicht, vielleicht so 70% zurück, weil wir unsere Provision abgezogen haben. Genügt das aber, diese bedingte Zahlungspflicht, obwohl netto kein Betrag von den Verbrauchern in die Tasche von Conny wandert, um diese Buttonpflicht nach 312j Absatz 3 auszulösen. Ich habe mir das Ganze auch in der Vorinstanz schon mal mit einer kleinen Urteilsbesprechung angeschaut und meinte, ja, wohl eher schon. Und der EuGH hat es jetzt auch bestätigt und hat gesagt, ja, tatsächlich, Buttonpflicht auch in diesem Fall, selbst wenn wir noch nicht wissen, ob es am Ende zur Zahlungspflicht kommt. Denn das ist der entscheidende Knopf, auf den der Verbraucher drückt, danach passiert nichts mehr, wo er sich nochmal gegen eine entsprechende Zahlung an das Unternehmen entscheiden muss. Und es kommt nicht auf eine reine unterm Strich Betrachtung an, sondern selbst eine Provisionspflicht, die man abziehen kann von erreichten Mietzahlungen, reicht dafür aus, um eine Zahlungspflicht des Verbrauchers anzunehmen. Deswegen der Button muss auch bei den Legitech-Dienstleistern her. Die Vermieter wollten im konkreten Fall, dass daraus dann rechtsfolgend 312j Absatz 4 die Unwirksamkeit der Beauftragung des Legal Tech Dienstleisters Conny folgt. Und wenn Conny unwirksam beauftragt worden wäre, dann hätte es nahegelegen zu sagen, dann ist auch die Abtretung der Ansprüche an das Inkasso-Unternehmen Conny unwirksam. Dann seid ihr nicht aktiv legitimiert, Conny, und dann müssen wir eure Mietsenkungsklage abweisen. Das wiederum ist der EuGH da nicht mitgegangen. Deswegen war das Prozessergebnis, auch wenn es vordergründig eines ist, was zum Nachteil von Conny ergangen ist, für Conny am Ende des Tages gar nicht so schlimm, weil der EuGH gesagt hat, wie sich auch in der Kommentarliteratur zu 312j Absatz 4 andeutet, ja, der deutsche Gesetzgeber hat es so ein bisschen komisch umgesetzt. Es gibt Fälle, wo das für den Verbraucher gar nicht gut ist, wenn mangels ordnungsgemäßem Button der Verbrauchervertrag gar nicht zustande kommt. Denn vielleicht will der Verbraucher ja nachher trotzdem an diesem Vertrag festhalten, weil er einen Gegenstand zu einem günstigen Preis gekauft hat oder in diesem Fall, weil er weiter möchte, dass Conny seinen Anspruch durchsetzt. Deswegen deutet sich das auch in der Literatur, in der Kommentarliteratur zu 312j Absatz 4 schon vor der EuGH-Entscheidung an, braucht der Verbraucher ein Wahlrecht, und genauso hat das der EuGH jetzt auch bestätigt. Das bedeutet, wenn der Verbraucher, die Verbraucherin nach wie vor interessiert daran ist, diesen Fall mit Conny weiterzutreiben, dann bestätigt er oder sie das einfach und dann kann die Beauftragung trotzdem wirksam sein. Es muss nur diese Möglichkeit geben, noch pro oder contra Wirksamkeit des Vertrags zu wählen, und inzwischen hat Conny, ich glaube sogar auch schon seit Jahren, die Buttons entsprechend umgestellt. Die sind, das ist ein bisschen das Unschöne an dieser Buttonlösung, immer noch nicht so ganz richtig beschriftet. Aber das liegt nicht an Conny, sondern das europäische Recht bzw. der EuGH möchte eben, dass er jetzt draufsteht, zahlungspflichtig beauftragen. Mein Gott, dann schreiben das halt auf den Button drauf. Besser wäre wahrscheinlich sowas wie provisionspflichtig beauftragen oder Zahlungspflicht entsteht in dem Fall. Natürlich muss man das sprachlich kurz machen. Da gäbe es Möglichkeiten. Sieht das Recht jetzt nicht vor. Sie sollten diesen Fall nutzen, um sich zu vergewissern, dass Sie den 312j Absatz 3 und 4 mit der Buttonlösung kennen und dass Sie wissen, dass diese Unwirksamkeitsfolge, die im 312j Absatz 4 drinsteht, nicht so gelesen wird. Das muss unionsrechtskonform irgendwie von der Rechtsfolge her anders gedeutet werden in Richtung eines Wahlrechts des Verbrauchers, der Verbraucherin, ob er oder sie am Vertrag festhalten möchte. Und wenn Sie schon bei dieser Buttonlösung unterwegs sind, dann schauen Sie gleich nochmal zur Wiederholung in den 312k rein. Da haben Sie mit diesem Kündigungsbutton nochmal eine weitere Buttonlösung, die es vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ins BGB reingeschafft hat. Auch darüber sollten Sie informiert sein. Das wiederum bringt mich zum Abschluss dieser Fußnote mit der zweiten und der letzten Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist diejenige, die in dem Titel dieser Fußnote läuft, unter dem Stichwort Oldtimer-Liebe. Es ging um jemanden, der Oldtimer so liebte, dass er einen kaufte. 40 Jahre alt war das Auto, im Urteil berichtet, mit M-Punkt. Also vielleicht war es ein Benz, den er da kaufte, ich weiß es nicht. Urteil des BGH vom 10. April 24, Aktenzeichen 18R 161 aus 23, wie immer in den Shownotes im Volltext verlinkt. Derjenige, der da einen Oldtimer von jemand anderem gekauft hat, der hat im Zuge des Vertragsabschlusses einen Hinweis bekommen, der dann wohl in den Vertrag Eingang fand, der
aus zwei Bestandteilen bestand. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Erstens, die Klimaanlage dieses Oldtimers funktioniert einwandfrei. Zweitens, der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung. Klimaanlage einwandfrei und keine Sachmängelhaftung. Die große Frage, die sich natürlich jetzt anschließen musste, Klimaanlage ging kaputt oder war wahrscheinlich schon anfänglich kaputt. Ich glaube, das Auto wurde im Winter verkauft und es stellte sich dann bald später, als die Temperaturen heißer wurden, heraus. Umfasst dieser Sachmängelausschluss auch die Klimaanlage oder müssen wir die Klimaanlage ausnehmen vom Sachmängelausschluss? Ich meine, das ist eigentlich eine Frage, die man schon im ersten Semester beantworten sollte. Aber ich verstehe, wenn man da auf eine falsche Bahn gerät. Deswegen einfach nur ein Fall zur Vergewisserung. Das ist jetzt immerhin ein BGH-Fall und das macht es sehr wahrscheinlich, dass es in den nächsten 2 Jahren in die Examensklausuren reinkommt. Wie hätten Sie es gelöst? Ich glaube, es kann nur eine Lösung geben. Der BGH entscheidet sich auch dafür, dass er sagt, naja, das Ganze macht doch keinen Sinn, diese Formulierung, diese zweiteilige Formulierung, wenn die Klimaanlage von dem Haftungsausschluss erfasst ist. Denn wenn der Ausschluss der Mängelhaftung auch die Klimaanlage erfasst, dann brauche ich nicht in dem ersten Teil dieser Klausel zu schreiben, die Klimaanlage funktioniert einwandfrei. Dann ist das völlig wertlos. Will sagen, wenn Sie jetzt diese Klausel so vor sich sehen mit diesen beiden Bestandteilen, funktioniert einwandfrei, Sachmängelausschluss, Haftungsausschluss, dann müssen Sie auslegen. Dieses Wort dürfen Sie auch in der Klausur gerne verwenden. Auslegen bedeutet, Sie müssen versuchen zu ermitteln, was die Parteien wohl gemeint haben, als sie das gesagt haben. Und dann kommen Sie mit dem absoluten Totschlagargument, das auch der BGH bringt. Das Ganze macht nur Sinn. Der Satz, dass die Klimaanlage einwandfrei funktioniert, der macht nur Sinn, wenn dann die Klimaanlage vom ansonsten total formulierten Mängel Haftungsausschluss ausgenommen ist. Und so hat sich der BGH entschieden, führte dazu, dass der Defekt der Klimaanlage als Mängel durchging und die entsprechenden Mängelgewährleistungsrechte bestanden. Andere Auffassung aus meiner Sicht nicht vertretbar, irgendwie fast schon verwunderlich, dass dieser Fall erst vom BGH in diese Richtung entschieden wurde. Umso wichtiger, dass Sie das nicht falsch machen. Eine späte und lange Fußnote findet ihr Ende. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, guten sommerlichen und dennoch nicht zu heißen und nicht zu regenreichen, aber ein bisschen regenreichen Juni. Ich freue mich, wenn Sie Anfang Juli wieder bei der Fußnote 79 dabei sind. Machen Sie es gut, falls Sie schon im Juni Klausuren schreiben, bereiten Sie sich gut darauf vor und haben Sie ein glückliches Händchen dabei. Bis in 4 Wochen. Alles Gute.